Es war weit nach Mitternacht und ich wartete nun schon seit 20 unheilvollen Minuten rastlos, obwohl ich mich nicht bewegte. War nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als gebannt auf meinen Monitor zu starren, die Augen träge vom Rauch und schlechten Licht. Bitte, bitte nicht, hatte ich geradezu gebetet, während ich auf meine geballte Faust biss, in der ich die Lucky-Schachtel knetete. Ich nippte lustlos an meinem Bier. Es war mittlerweile so warm geworden, dass mich ein Würgereflex überkam. Ich ließ die Szenenrevue passieren. Da war der Gildenälteste, der mich gewarnt hatte. Kein gesunder Mensch geht um diese Zeit in die Schwarzfelstiefen. Leg dich hin, morgen ist auch noch ein Tag. Was willst du überhaupt dort? Du solltest längst auf der Höllenfeuer-Halbinsel deine Sporen verdienen. Trotzig hatte ich die Ohren auf Durchzug geschaltet. Wer als Paladin den geschmolzenen Kern überlebt hat, der kennt das Grauen. »Segen der Könige! Segen! Segen!« Hör ich sie immer noch rufen. Die Stimmen. Sie werden auch nach all den Jahren nicht leiser. Ich spreche mit niemandem darüber. »Tu, was du tun musst«, hatte er gesagt. Er wollte gleichgültig klingen, aber ich fühlte das Mitleid und ignorierte es. Dann, endlich das kleine erlösende Fenster, das sich meinem Schicksal ergeben, bestätigte. »Let's roll!« Der Ladebalken bewegte sich hämisch, langsam und wieder betete ich mein Mantra. »Bitte, bitte nicht!« Die kleinen Kästchen meines Gruppeninterfaces füllten sich, Schattenpriester, Schurke, Magier, es fehlte nur noch der Tank. Und dann sah ich die verhängnisvolle Farbe. Diese verdammte Farbe. Rot, ein Name wie Donnerhall, ließ das Blut in meinen Adern gefrieren. Knochenjockel. Und nach all den Jahren des Schweigens über diese Klasse, in denen ihr mich wieder und wieder gefragt habt, ist es jetzt an der Zeit, das Wort zu erheben. Der Todesritter. Welches gottverdammte, infantile, hirnverbrannte, grundfickend, grenzdebile, asoziale, schizoide, misanthrope, Riesenrindviech hat sich bitte in drei Teufelsnamen diese Klasse ausgedacht? Es fängt ja schon mal damit an, dass der nicht wie alle anderen Kinder brav 20 Level lang weiße Quest-Rewards sammeln und sich ohne Reittier durch Questgebiete geschätzter Saarlandgröße knödeln muss, um irgendwelche Ohrenhecken lebender Bodenbeutelbrüter zu sammeln, die dort nicht nur so häufig sind wie wildlebende Thomson-Gazellen in Castrop-Rauxel, sondern deren Anatomie auch nur bei gefühlten 3 Promille der Exemplare überhaupt Ohren vorgesehen hat. Nein, die Herren Todesritter werden im Todesritter-Ballparadies groß. Und gegen das Todesritter-Startgebiet ist das Teletubbieland die Bronze im KKK-Outfit. Wie heißt du? Ein Descript-Lol. 50 KXP, cool, hier hast ein blaues Schwert. Jetzt geh und sprich zu dem hier awesome Leuchtehorst ein Stockwerk tiefer. Alles klar, hey, ich bin cool. 50 KXP, hier hast eine Brustplatte für die Krieger in Classic Einhornwelpen im Zwillingsreifen überrollt hätten. Ach ja, und im Carport parkt dein Pferd. Manchmal glaube ich, in stillen Stunden beneidet Hugh Hefner Todesritter. Nachdem die, also diese 5 sogenannten Level, vom Schwierigkeitsgrad Zipfeil in Packen hinter sich gebracht haben, dürfen die in die richtige Welt. Und ganz ehrlich, lass einen 4-Jährigen in einem sanierungsbedürftigen Leopard 2 mit Differentialdefekt über eine Serpentinenstraße in die Pyrenäen zur Krabbelgruppe fahren, während in Gegenrichtung ein Radrennen sehbehinderter Bipolarer stattfindet und du hast weniger Unheil zu erwarten. Apropos Unheil. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, welche akribische Mühe sich Blizzard gegeben hat, alles, aber auch alles, was mit dem Todesritter zu tun hat, unglaublich evil klingen zu lassen? Fängt ja mit dem Namen schon an. Tod und Ritter. Todesritter. Ist halt für einen 9-jährigen Twilight-Fan noch 3-mal cooler als Laser-Velociraptor. Und dasselbe bei jedem Skill. Wobei das Coole an Todesritter-Skillnamen ist, dass man das Freitagabend, wir werden auf keine Party eingeladen, Handelschannel-Spiel, wo man anal und anschließend einen Skillnamen postet und dann diebisch zu kichern, weil es voll schweinisch klingt, auf jeden Fall gewinnt. Und nein, ich habe da nie mitgemacht. An der Erlösung. Als Blizzard den Todesritter designt hat, haben die sich doch vermutlich gedacht, sag mal, was brauchen wir mit Abstand am allerwenigsten? Schweigen, grübeln, Minis. Alles klar, 3 Mili-Trees und als Bonbon ist einer davon ein Tank-Tree, in dem man mit 2-Handwaffe tankt. Gelächter im Meetingraum, ist gebonkt, Chef. Gut, als Frost oder Unholy macht er dasselbe wie alle anderen Milis. Keinen Schaden, Kicks verpeilen und Urlaub in Void-Zonen. Meine Lieblingsfähigkeit von Milidekas, die Ghoul-Armee. Nun gut, heute ist die ziemlich unspektakulär, abgesehen von 12 Dekaden Abklingzeit. Früher aber haben die Ghule noch gespottet. Sindragosa-Flashback.
Der energiegeladene Dance-Act eines braunkohlebaggergroßen Frostwurms, der zum einen wie ein Wetterhahn im Auge des Tornados rotierend, zum anderen cleavend und tailswipend mit befreiter Verzückung durch so einen druckfrischen 25er-Raid pflügt, lässt erstaunlicherweise doch überschaubar wenige leuchtende Augen in den Stuben zurück. Nun gut, vergossener Hut, alter Schwamm, Milch drüber. Gäbe es den Nobelpreis fürs Trollen, Blizzard hätte ihn für den Blutdecker verdient und ich würde zu Fuß nach Stockholm pilgern, um ihn stehend zu overtieren. Als Heiler unterteilt man Tanks in zwei simple Kategorien, weich und hart. Und so unter uns Pfarrerstöchtern, egal was sie sagen, Heiler mögen's hart. Unseligerweise ist der DK als Tank ungefähr so hart wie ein fehlproduzierter Gummiknochen in einem Cottbusser Rottweiler-Haushalt, in dem Jacqueline und Luke Jason nach zugegebenermaßen äußerst unglücklichen Territorialzwischenfällen, in denen die Tiere schließlich nur ihrer Natur gefolgt sind, mit jeweils einer ungeraden Anzahl an Gliedmaßen in die Schule für besondere Kinder müssen. In Fünf-Mann-Instanzen ist es ja halb so wild. Zwar ist der Sul-Aman-Bärchen-Time-Run mit einem Todesritter-Tank nur eine Messerspitze weniger entspannt als ein schlecht temperiertes Pinienduft-Schaumbad, dem man vorm Besteigen einen eingesteckten Toaster beigibt, aber das ist noch verkraftbar. Wehe dem, der sich mit Blut-DK nach Firelands begibt. Immerhin vereinfacht er das Raid-Interface, weil sein Lebensspalten sich schlichtweg binär beschreiben lässt. A voll und B tot. Wie genau hat sich der Klassendesigner von Blizzard das vorgestellt? Lay-on-Hands-Rotation? Ganz viele Herzchen verdient auch die Cooldown-Nutzung von DK-Tanks. Mit Anspruch auf Vollständigkeit, das Risiko eingehend, euch zu langweilen, an dieser Stelle in alphabetischer Reihenfolge und komplett. Anti-Magic Shell, Ende der Aufzählung. Haben die das Ding irgendwann mal nachts in einem Shopping-Sender verkauft? Diese einmalige Fähigkeit ist nicht im Handel erhältlich. Magie-Schaden kommt, Anti-Magic Shell. Melee-Schaden kommt, Anti-Magic Shell. Sieht nach Regen aus, Anti-Magic Shell. Ready-Check, Anti-Magic Shell. Und welcher Schimpanse auf Rollschuhen ist eigentlich auf die glorreiche Idee gekommen, Todesrittern diesen beschissenen 3% HP-Gammel-Battle-Rest zu geben? Das grundlegende Prinzip von einem Battle-Rest ist ja, ihn zu benutzen, wenn du in einem Kampf richtig Stress hast. Der DK-Battle-Rest hingegen ist offenbar für Situationen gedacht, in denen du richtig Stress willst. Mal so aus dem Leben gegriffen. Kleiner Wortwitz, schnack, schnack. Raggi HC. Dieser kleine, kokelnde Mistfink. Ich eiere wie immer in eher suboptimalen Tries dem Raid-Ende entgegen, als Grandmaster R beschließt, mich flach zu legen. Hektik im Teamspeak, Druide hat Cooldown, mir schwankt Böses und dann poppt das Fick-Dich-Fenster auf. Todesritter, hau mich blau, will dich wiederbeleben. Willst du annehmen? Scheiß die Wand an, will ich? Mal ehrlich, das Ablehnen-Fenster sieht so verlockend aus, so friedvoll. Mein Leben war erfüllt und glücklich und ich wollte JFK schon immer mal fragen, ob er Cabrio-Fahren im November mal so in Retrospektive eigentlich für einen guten Plan hält. Nimm an, halt es in Großbuchstaben durchs Voice. Mami, ich will nicht. Und überhaupt, skillt man es als DK eigentlich, Leute in Void-Zonen reinzuressen und dann ist sicher zu plärren? Annehmen, Klick, wieder tot. Es sind Momente wie diese, wo ich aus dem offenen Fenster schaue und aus weiter Ferne ein Geräusch zu vernehmen glaube. Es ist Malte und er lacht. Euer Onkel Barlow.